A-A-U-E-E-O-I. A-Da-U-E-De-Bo-I. Da-Ha-U-De-E-Do-Bi. Ba-Ba-U-Be-Be-O-Ni. Na-A-Bu-Me-He-So-Mi. Ma-Ma-Su-E-Ne-So-Yi. Sa-Sa-Yo-Ye-E-Ho-Di. Ka-Ya-Gu-E-Ge-Do-I. A-Na-Nu-Ne-He-Go-Gi. Ba-Da-Du-Ve-Ve-O-Vi. Sa-Ha-Bu-E-Ze-Mo-Hi. Asahu me me vo i na na mu se de lo si a na u e de yo i a a u e de u i a a u e e u i. Stille, 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 die Stille, die Stille, Stillen, Stille. Die Stille der Stille, die Stille der Stille stillt die Stille. Stille, Stille. Wir sind wir. Seid ihr hier? Hier seid ihr und nicht mir. Weil dafür sind wir mir und nicht ihr, noch immer mir. Weil dafür seid ihr ihr, bleibt ihr ihr, mir bleiben mir. Aber wir. Da bin ich, da bleibe, da brunze, da steibe, da gehe ich im Gras, weil ich sonst mir nichts weiß. Eines der beliebtesten, aber alles auf dem Nachhinein. Also wir die, das ist, viele davon sind erschienen in Band Hosenrosenbar, wo Hartmann, Achleitner und ich die Dialektgedichte gesammelt hatten. Und das wurde im Mozartsaal in Wien vorgestellt, das Buch. Da hat der Eidner, Richard Eidner, Burgschauspieler, hat gelesen und hat uns aber die härteren Gedichte übrig gelassen. Und da sind wirklich die Türen zugeknallt worden und die Leute haben sich aufgeregt und gemeint, wir würden in die Gaskammer gehören. So hat das damals Leute aufgeregt. Wann's an der schönen blauen Donau stinkt, dann hat der Johann Strauß im Sorg ein Schaß los. Mein Echo, mein Echo, das höre und das sehe ich nicht. Mein Schatten, den sehe ich, aber höre ich nicht. So muss alles, so muss alles halbert sein. Mit mir geht's bergab, es gibt kein Pardon. Vor dem Haustor steht Pumphileberer schon. Sie warten, spülen Karten, dass die Zeit vergeht. Bald kommt das Wagerl anchauffiert. Selbst die Länge vom Sarg ist schon ausprobiert. Das ist der Futter vom Sterbeverein. Ich hab erzählt, 20 Jahre nein. Jetzt bin ich so glücklich, dass alles klappt. Skleckerl, Skleckerl, schon reserviert. Unmöglich, dass man's jetzt noch wer schnappt. Und wann man mich dann am Zentralfriedhof führt, werden alle sagen, gut organisiert. 3, 4, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 1, 2 und 3, 2, 2 und 3, 3, 2 und 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 5 und 6, 5 und 6, 5 und 7, 5 und 8, 5 und 9, 6 und 9, 7 und 9, 8 und 9, 9 und 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1.
2-1, 3-2-1, 4-2-1, 5-2-1, 6-7-8, 9, 1-2-3, 1-2-3, 4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 2-3-4, 3-4-5, 4-5-6, 7-8 und 9, 8-9 und 10, 9-10 und 11, 9-10 und 11, 10-11-1. 9-11-1, 8-11-1, 7-10-2, 6-9-3, 5-8-4, 5-7-4, 5-6-4, 5-5-4, 5-5-5, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 und 4-5-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1, 2 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5, 6, 7, 8, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 10, 9, 11, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ungleiche Brüder, das ist ein Gedicht sozusagen über die angebliche Gerechtigkeit Gottes. Kein erwarb ein Schloss, Adelserdgeschoss. Kein fuhr mit dem Bus, Adel ging zu Fuß. Kein die Nacht durchwachte, Adels Tagwerk machte. Kein schlief mit den Schwestern, Adel war von gestern. Kein aß Hirsch und Has, Adel kaute Gras. Kein trank Bier und Wein, Adel Wässerlein. Kein zog an Zigarren, Adel schwere Karren. Kein nahm Kokain, Adel sah man knien. Kein zu lachen wusste, Adel weinen musste. Kein ward alt, uralt, Adel starb schon bald. Und Engel, jede zehnte Frau ist schon einmal einem Engel begegnet. Das ergab eine Umfrage des Allensbacher Instituts für Demoskopie. Bei den Männern wurde nur jeweils einem von 100 ein solches Glück zuteil. Insgesamt glaubt weniger als ein Drittel der Deutschen an die Existenz von Engeln. Ihr Engel sei hilfsbereit, selbstlos und aufopfernd gewesen, gaben 18% jener an, die von einer Begegnung berichteten. Monsieur Legrand,
aus Bordeaux hatte es satt, 100-mal täglich seine Bekannten mit Bonjour, Bonjour zu begrüßen. Bonjour. 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 Da er einen glatt rasierten Schädel besitzt, ließ er sich das Wort B-O-N-J-O-U-R auf die Glatze tätowieren. Jetzt begrüßt er seine Bekannten wortlos mit einer leichten Verbeugung, wobei der tätowierte Gruß Bonjour sichtbar wird.